So, ja, Urban Jungle im Ranked. Letzte Ranked haben wir leider ein bisschen verkackt. Aber okay, muss man einfach mal so hinnehmen. Wir haben schon wieder so ein paar Sachen, die mir nicht gefallen. Sprich, wir haben einen Zed, wobei Zed aber noch geht. Aber wir haben auch einen Garen im Team, im gegnerischen Team. Eine Morgana ist so lala, aber ziemlich stark wegen ihrer CC. Eine MF. Im Jungle ist wieder ein Kayn, aber Kayn ist gar nicht mal so problematisch gewesen. Ich habe meine Dinger gar nicht hier, meine Beine. Die haben halt noch eine recht hohe Cooldown. Aber durch mein Schild ist halt alles noch, alles okay. So, wir könnten jetzt eigentlich den Garen mal ein bisschen angehen. Und mal ein bisschen wegdrücken. Wenn sie mich nicht aufhalten, sterben sie. So, okay. Hauptsache erstmal so ein... Oh lol, der hat ein 1000er Ping, der Typ. Das ist nicht toll. Das ist alles andere nur nicht toll. Wer erweist sich als würdig? Komm her, Krabbe. Genau, lauf da lang. Sehr schön. Ich liebe es, wenn die machen, was ich will. Okay. Leider nicht gepasst. Aber gut, hätte ja klappen können. Hätte ja klappen können. So, mal ein bisschen gezeigt. Das ist der Kayn. Und geht ab, Kayn. Schade. Ja, du kannst dich gleich vor mir fürchten. Zack, Junge. Naja, ich bin doch geflasht, ey, wieder so dumm, aber ich hab gedacht, der geht mir aus Dings raus. Okay, Paragon kriegt einen Wolf. So, auf jeden Fall, der Wave Clear kann sich sehen lassen. Im Jungle mit dem Schild ist es auch, auch okay. Zaun wird in den Flammen Erlösung finden. Ich habe schon gut Kohlen. Ich könnte eigentlich shoppen gehen. Aber ich probiere hier nochmal. Na, okay, hat sich erledigt. Naja, porten wir uns mal zurück. Hallo, ich habe gesagt, ich will zurückporten. Die wird mich wieder abbrechen. Ah, jetzt hat sie die zurückgestoßen. Das ist dumm gewesen. Lass mich doch porten, Cordova. Naja gut, der Heal ist raus. Kaum vorstellbar. Und erschöpfen auch, also die haben beide keine Sums mehr. Heißt, wir können abhauen. So, welches Smite-Item gehe ich denn? Ich würde sagen Slow. Theoretisch wäre Slow am besten. Weil wegen der Wurst.
Weil wegen, wenn ich die dann in meiner W geslowt bekomme, kann ich ja mehr Damage rausdrücken. Deswegen würde ich sagen, ist die W eigentlich die beste, ach das Smite-Item, das blaue Smite-Item, das beste, sag ich mal jetzt. So kann ich mir vorstellen. Mein Devourer macht, also das grüne Item würde auch Sinn machen, ja. Das grüne Smite-Item. Denn, ja, Vision, ne. Wishen wäre halt auch okay. Aber muss nicht unbedingt. Ja, und roter Item würde auch Sinn ergeben. Oh, lol, lol, lol. Macht er die Ult? Lol. Ich konnte die Ult nicht reaktivieren. Werde ich jetzt wirklich gepinkt, weil ich den Kill gekriegt habe? Ganz egal, wie laut sie betteln. Naja. Habe ich jetzt nicht verstanden, aber ist mir auch egal. Ich habe gute Laune, also lassen wir das jetzt erstmal. Lassen wir einfach mal so stehen. So, ich brauche jetzt kein Smite. Oder doch, Smite habe ich ja schon gemacht. Kane ist da. Die Schatten bieten keinen Schutz. In den Schatten warte ich. Lol. Das überlebt er, ne? Saftsack. Really? Heftig. Überlebt er das? Netter Versuch, Saftsack. Wird in den Flammen Erlösung finden. Uppa! Oh lol, Flash, der? Penis. Saftzack, Alter, ist der geflasht. Naja, mit dem Flash habe ich jetzt absolut nicht gerechnet. Zaun ruft seinen Scharfrichter. Säumen meinen Weg. So, der Meiser fängt erstmal an zu flamen wieder mal. Ne, flamet mich, warum ich da so greedy bin und so lange da stehen bleibe. Ne, aber er ist erstmal der greedy Typ, der, wo ich dem Kane hier gepinkt habe und erstmal hierhin rüber geht, ne? Ein bisschen dumm ist, ne? Und ich meine, den Set, den hätte ich sogar noch fast gekriegt. So, ich glaube, ich muss gleich mal ein bisschen die Top-Lane auch besuchen. Und wenn der Garen wieder krass wird, dann ist wieder Arsch. Ich habe mich wortwörtlich neu erschaffen. Weiß gar nicht, ist der Teemo? Ja doch, Teemo ist da. Was hat der Garen denn jetzt? 0-1, okay. Geht er an den Tower? Ja. Nimm ihre Schwächen und lasse sie ins Bodenlose fallen. Du bleibst hier, Garen. Dein Flash hat dir nichts gebracht, ne? Du bist trotzdem RIP. Und der Flash ist weg. Geil. Ne? So was macht der Garen bei mir auch immer, wenn ich Aatrox spiele. Also von daher, gleichbleibende Gerechtigkeit. Okay, das Set wird mir wahrscheinlich wesentlich zu mobil sein. Zaun wird in den Flammen Erlösung finden. Pfeife. Ah, der ist da zu seinem Schatten rüber geflitzt.
Wow! Macht der jetzt ein Damage, Alter? What the fuck? Heftig! Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich glaube, ich sollte diesmal auf jeden Fall auf die Ninja-Tabis gehen. Naja, gut, Ninja-Tabis. Ja, das ist wieder die gleiche Ausgangssituation, ne? Ninja-Tabis, weil theoretisch brauche ich halt diesen Movement, ne? Ja, ich muss jetzt Botlane und den Drake irgendwie gleichzeitig safen. Ne, der Drake nicht. Oh lol. Oh lol. What the fuck? Really? Dein Ernst? Die kann mit ihrem scheiß Spell Shield mein Dings blocken? Wow. Nur wenige werden das nahende Chaos überstehen. Wow. Da hätte ich jetzt echt nicht gedacht, ey, scheiße. Da habe ich eine Sekunde wieder nicht drüber nachgedacht, ne? Na, da war jetzt wieder die dumme Kacke mit dem Millimeter zu weit hier rüber gedrückt und er läuft da nicht drum rum. Okay, die Morgana war da. Ich glaube, ich könnte jetzt mal ein bisschen Counter-Jungeln. Naja, nichts hier zum Jungeln. Großartig. Kane ist auch Botlane. Nur wer dieser Kane geht überlebt. Rein. So, Vayne, hau rein. Dann können wir den Tower downhauen. Zukunft ins Fleisch. Aua. Schade um die Vayne. Die Pistole an deiner Brust ist alles, was zählt. Na gut, den Tower kriegen wir trotzdem, denke ich. Holy shit! Wow! Gibt der! Jawohl! Nice! Lol! What? What? Lol, ich hab gedacht, die sind gefiert gewesen. Ah, wäre zu schön gewesen, wenn ich das jetzt überlebt hätte. Scheiße. Das wäre wirklich zu schön gewesen. Zaun ruft seinen Schuss. Naja, Blue Buff holen und dann gucken wir, ob wir den Dings. Gucken wir, ob wir den Garen nochmal ein bisschen unter Druck setzen können. Oh lol, jetzt habe ich meine Maus runtergesetzt. Nicht gut. Okay, der rennt weg. Schade. Schade. Das hier ist endgültig. Ah, der Kane sittet jetzt die Botlane. Das ist nicht gut. Fliehen, wenn die ganze Stadt in Flammen steht.
Wir sollten jetzt gucken, ob wir den Midlane Tower kaputt kriegen. Kaum vorstellbar, wie stark sie sein könnten, wenn sie überleben würden. Nice. Ah, den haben wir. Okay, jetzt gucken wir, ob wir hier den bisschen Counter jungeln können. Scheiße, ich habe keinen Warp mehr dabei. Oder ne, wir versuchen den Turret jetzt zu nehmen. Ah, die hat hier gewardet. Jawohl. Na, Gerechtigkeit, du Bitch. Anstatt die Mafia, die Mafia. Er ist gut. Wenn du singst, bist du live auf Tape, ne? Hört sich nicht gut an. Aua, aber ich bin noch Minus-Abonnenten. Muss ich noch YouTube zahlen? Also bezahlen. So, hole ich mir jetzt die Movement. Ja, dann stöpseln wir den mal ab. Schrei doch nicht so. Wen soll ich hier abstöpseln? Und dann? Gehst du damit um den Häuserblock oder was? Ja, klar. Im Schlafzimmer. Da ist keine Ablage. Hä? Da ist keine Ablage. Kommode? Die Kommode, Alter. Dann will die sich vorm Schrank setzen und den Laptop mit dem Musik hören. Kann ich nur im Bett legen. Was ist mit dir? Ja, der kleine Stoffding geht nicht. Der kleine Stoffding geht nicht. Ist aber jetzt egal, Alter. Mal eben so einen kleinen Smalltalk. Kann man das schon als Real Talk nennen? Hallo, kannst du den mal bitte smiten jetzt hier? So. Der Drake kommt. Drake ist da. Ja, ich habe eine geklatscht gekriegt. Na sehr. Die verprügelt mich immer, die Alte. Aber jetzt hört sie mich Gott sei Dank nicht. So, Drake ist am Start. Der zweite, jetzt ab in die Mitte. Da kann ich den Set vielleicht direkt mit der Ult snacken. Ja. Lol, was? Hä? Ach, ich dachte, ich bin, während ich den zurückziehe. Habe ich gedacht, bin ich unverwundbar. Ja, ich habe die Ult auf die Morgana geknallt, weil die ihre Dings hatte. Ne? Die wäre RIP gewesen. Die hätte ich exekutieren können, aber das Problem war halt, dass die oder dass das zu lange gedauert hat, dass ich die mir reingezogen habe, weißt du? Das hat zu lange gedauert und deswegen konnte der Kane mich da töten. Der Kane und die Dings. MF ist die neue Ordnung. Er war halt so ein bisschen dumm. Das hier ist endgültig. Komm, renn in die Pilze, du Sacknase.
Jawohl, hab sie. Gesaved. Hoppala. Nur wenn jetzt... Autschen. Die Wave kommt, können wir den Tower nehmen. Oder auch nicht. Nice. Die Janna war gut, Alter. Die Janna ult. Malsa kommt wieder von der Seite aus. Ich habe meine Ult jetzt gleich auch wieder. Aber zum Belagern ist Kacke. Ich habe eine zu kurze Range dafür. Ich meine, der Wave Clear ist da, aber... Come on! Also sobald, wenn du gestunt bist, läuft die Zeit trotzdem weiter ab, die Ult Duration. Quasi. Die Duration von der Ulti, die tötet mich teilweise, ne? Die tötet mich einfach teilweise. Weil ich mir einfach denke, von wegen, ey... Weil, vor allem wegen dem Stun halt. Durch die Stunts bekomme ich halt übelste Arschkarte. Also die Morgana kann mich übel auscountern. Also da müssen wir echt besser aufpassen auf diese Flanks. Okay. Den Red Buff haben wir mal abgegeben. Alter, dieser Wave Clear, ne? Der ist übel, Alter. Der ist richtig brutal. Ich bin dein schlimmster Chemtech-Albtraum. Oh, der Fail Flash. Aber weg ist er. Ihre Schreie rufen ja die Morgen über. Okay, der Geist hat mich nicht gesehen. Hoppala, aber die wissen, wo ich bin. Glaube ich. Massaker, so berauschend wie Chemtech. Naja gut, der Teemo wird jetzt auch hart gecountert durch die Dingsklinge, ne? Durch das Blade of the Daktar. Scheiße, hat nicht gereicht. Komm nicht rum. Kacke. Nur wenige werden das nahende Chaos überstehen. Fuck it. Aber gut, der Teemo. Ne, er kann doch nichts mehr reißen. Schade. Ja, man sagt das war, das ist der Moment, wo du wegläufst und dann wupp, stirbt er selber. Ich habe die Flash-Range leider so ein bisschen überschätzt. Ach so, ja gut, klar, die MF, die hat da gerade auch einen übelsten Fail geleistet. War so ein richtiger Diamond-Flash. So, ich würde sagen, relaxen, farmen. Naja. Oh, da kommt ein Garen. Und ich bin nicht schnell genug, Du bleibst hier.
Fräulein. Du bleibst hier, Bursche. So nicht. Ich wurde in den Tiefen nicht wiedergeboren. Ich habe mich nur geweigert zu sterben. Zack. Ja, wir holen uns jetzt gleich den Drake. Oh, die Janna. Wir haben unsere Janna verhauen. Und dich gleich auch nicht mehr. Wohin wollen sie fliehen, wenn die ganze Stadt in Flammen steht? Oh lol. Fuck it. Stärker muss bewiesen werden. Kann ich die Ult eigentlich auf den Drake setzen? Hab dich. Hier geblieben. Und mein Drake. Nice. So war das geplant und so ist es ausgeführt worden. Die Ulti ist geil, Alter. Die gefällt mir. Beste Ult im Spiel, Alter. Also so vom Swag. Vom Swag her auf jeden Fall. Beste Ult. So. Baron holen. Ich weiß nicht, Baron. Der Baron ist extrem risky. Wait. Ich habe mir ihre Zukunft ins Fleisch geritzt. Ups. Oh lol. Okay, hat gepasst. Auch wenn ich die Ult ein bisschen verblasen hab. Okay, die haben den Baron so schon. Oh lol. Oh, jetzt bin ich mega low. Oh lol, jetzt geht die Vayne ab. Also ich denke mal, das ist gewonnen, Game. Ich habe 3300 Gold, Alter. Ich könnte mir schon lange wieder mit einem neuen Stuff holen, ne, aber... Easy. Easy. GG. Wow, wir haben mal wieder einen Rank gewonnen. Das ist doch mal nice. GG. Ein Ranked wieder mal gewonnen. Jetzt können wir die Vayne. Naja, der Teemo war eigentlich ganz cool. Der Teemo war eigentlich ganz cool. Okay, ich habe eine neue Mission abgeschaltet, freigeschaltet. Oh, ich habe 10 Tickets. Yay! Und was geht jetzt noch ab? Nichts mehr. 23 Punkte gewonnen. Ein A+. Ich wurde auch geehrt. So, wir gucken uns nochmal fix die Grafik an. Grafik sagt, scheiße, ja. Vayne hat ein bisschen mehr Damage gemacht und das war's. Geil. Gut, Leute, damit würde ich mich bedanken und sage bis zum nächsten Mal. Haut rein.